Hallo zusammen. Ja, nach einer Weile, okay, einer langen Weile, mache ich auch mal endlich wieder ein Video. Und ich muss gleich damit anfangen, etwas zurückzurudern. Ich habe in meinem ersten Video das Spiralmodell vorgestellt. Das behält zwar seine Gültigkeit, war aber für den Anfang vielleicht etwas weit vorgegriffen. Um ein grundlegendes System zu erstellen, braucht ihr eigentlich nur euren gesunden Menschenverstand und ein bisschen Fachwissen. Um ganz genau zu sein, müsst ihr eigentlich nur wissen, wie eine Talentprobe funktioniert. Und da verschwinden die Abonnenten, die nach 4 Monaten irgendwas Bahnbrechendes erwartet haben. Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe mir die letzten 4 Monate den Schädel drüber zerbrochen, wie ich es am besten hinbekomme, alles auf einmal zu erklären. Und habe dann dank einem gewissen Professor hier im Bild gemerkt, dass ich viel zu kompliziert in die Sache rangegangen bin. Also werde ich euch heute erstmal nur zeigen, wie ihr Talentproben macht, was überhaupt eine Talentprobe ist. Und sage euch dann, wie ihr damit einen kompletten Spielabend gestalten könnt. Alle fertig? Okay, los geht's. Um zu erklären, was eine Talentprobe ist, ist es ganz nützlich zu wissen, dass der Charakter im Grunde aus einem Haufen Zahlen besteht. Wie stark er ist, wie schlau er ist, wie schnell er ist, wie er aussieht, wie gut er ein Schloss knacken kann oder wie leicht er jemanden überreden kann, wird alles in Zahlen festgehalten. Und durch diesen Zahlenwert in Kombination mit einem Würfelwurf wird dann meist die Talentprobe entschieden. Das heißt, desto besser man zum Beispiel seinen Schlösserklang trainiert hat oder desto stärker man ist, desto einfacher sind entsprechende Würfelproben. Und welche Arten von Würfelproben es gibt, werde ich jetzt mal anhand der 4 populärsten Beispiele durchgehen. Okay, beginnen wir mit der Großmutter aller Rollenspiele, Dungeons and Dragons. Bei Dungeons and Dragons benutzt man einen W20, also einen 20-seitigen Würfel. Dazu kommt noch ein Bereich, der geht von 0 aufwärts. Und innerhalb dieses Bereiches gibt es eine Schwierigkeit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel versucht, ein Schloss zu knacken, je nachdem, wie gut das Schloss ist, in welchem Zustand es ist, ändert sich die Schwierigkeit. Ein sehr hochwertiges Schloss mit mehreren Bolzen oder wie auch immer die Dinger funktionieren, hätte beispielsweise eine Schwierigkeit von 20, während ein verrosteter alter Dreckhaufen eine Schwierigkeit von 10 hätte. Wir nehmen mal einfach als Beispiel eine Schwierigkeit von 15. Das heißt, logischerweise haben wir dann zwei Bereiche. Einmal einen Bereich von unter 15 und einen Bereich von 15 und mehr. Wenn wir jetzt unseren W20 werfen und auf ein Ergebnis von 1 bis 14, also unter 15, kommen, wäre das ein Fehlschlag. Wir haben es versucht und waren zu doof oder ungeschickt dazu. Und ein Ergebnis von 15 und mehr hieße, wir haben es geschafft. Und unser Erfolgswert errechnet sich durch unseren Skill-Level und das Ergebnis des W20. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Schlösserknacken einen Wert von 5 haben und eine 10 würfeln, addiert sich das zusammen zu einer 15 und wir haben den Wurf geschafft. Ein System, das denselben Würfel benutzt, kann allerdings auch komplett anders aufgebaut werden, wie zum Beispiel DSA. Hier haben wir denselben W20, dieselbe Werteskala von 1 bis und so weiter. Aber hier ist die Wertung anders. Hier heißt es, wenn man einen Wert von 1 bis zu unserem Beispielwert 15 hat, ist es ein Erfolg. Alles darüber ist ein Fehlschlag. Das liegt daran, dass hier der Skill-Level den Probewert vorgibt. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Stärkewert von 15 habe, wie hier im Beispiel, müsste ich einen Wert von unter 15 würfeln, um meinetwegen den Stein aus dem Weg zu schieben. Allerdings kann sich dieser Schwierigkeitswert noch verschieben. Wenn zum Beispiel der Stein besonders groß und schwer ist oder sich irgendwo verkeilt hat, kann das Ganze erschwert werden. Das heißt, von der 15 werden, sagen wir mal, erschwert um 3, 3 Punkte abgeschabt. Dann wäre der Wertebereich nicht von 1 bis 15, sondern von 1 bis 12. Wenn allerdings der Stein irgendwie
kleiner oder dünner ist, von innen hohl oder auf irgendwas Glitschigem steht, dann ist das zur Seite schieben viel leichter. Das heißt, es wird dann erleichtert um 3, dann wäre der Wertebereich von 1 bis 18. Bei den Talentproben ist das bei DSA noch ein bisschen anders, weil man da nicht einfach sagt, mein Attribut ist so und so und ich würfel und fertig, sondern weil man da dann noch 3 Attribute für jedes Talent hat und man kann mit dem eigenen Talentwert nochmal ausgleichen und es ist alles etwas komplizierter. Dazu komme ich vielleicht nochmal später. Das schließt unsere Proben mit einem W20 ab und wir kommen zum Würfelpool-System. Einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Vertreter von Poolsystemen dürfte wohl Vampire the Masquerade sein. Vampire benutzt einen W10er, also einen zehnseitigen Würfel, aber eigentlich kann man bei einem Poolsystem jede Art von Würfel benutzen. Natürlich haben wir auch hier wieder eine Skala. Die geht von 1 bis zum Maximalwert des Würfels, also im Fall von Vampire 1 bis 10. Wenn wir jetzt wieder die 4 als Probe festlegen, hieße das, dass alles unter 4, also 1, 2 und 3, ein Misserfolg wäre, während alles über 4 als Erfolg gilt. Jetzt kommt allerdings der Kniff. Bei Vampire bestimmt der Skill nicht die Schwierigkeit des Wurfes, sondern die Anzahl der Versuche. Das heißt, für jeden Skillpunkt, den man hat, bekommt man einen W10er. Ich möchte das mal kurz vorführen. Nehmen wir mal an, ihr seid in irgendeinem alten Schloss und blättert gerade in einem Buch rum. Dann werdet ihr eine Probe ablegen müssen, die aus einem Attributwert und einer Fähigkeit besteht. Ihr nehmt zum Beispiel das Attribut Wahrnehmung und die Fähigkeit Nachforschung. Wenn wir davon ausgehen, dass ihr in Wahrnehmung eine 3 habt und in Nachforschung eine 2, hieße das, dass ihr insgesamt 5 Würfel bekommt. Das heißt, ihr hättet 5 Versuch, so dürftet dann 5 Würfel würfeln und je nachdem, wie viele Erfolge ihr habt, erfahrt ihr etwas. Das heißt, bei nur einem Erfolg erfahrt ihr Grundinformationen, während ihr bei 3 oder 4 Erfolgen tiefgreifende Informationen bekommen würdet. Das nur als kleines Beispiel, wie ein Poolsystem funktioniert. Und wenn man ganz bunte Würfelmixer haben will, dann benutzt man Savage World. Savage Worlds benutzt den W4, den W6, den W8, den W10 und den W12. Klingt nach einer ganzen Menge, das hat aber alles seinen Grund. Bei Savage Worlds ist die Grundschwierigkeit aller Proben außerhalb des Kampfes die 4. Das heißt, wenn man es schafft, eine 4 zu würfeln, hat man es geschafft. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dazu kommt dann noch die Regel, dass wenn man eine Probe um 4 überbietet, man einen Bonus bekommt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel statt einer 4 eine 8 oder höher würfel, und jemanden einschüchtern wollte, mir etwas zu sagen, kriege ich nicht nur die Information, nach der ich gefragt habe, sondern auch noch wichtige Hintergrundinformationen dazu. Wie das läuft? Nun, dafür ist unser Attribut ausschlaggebend. Wenn wir zum Beispiel eine 1 in einem Attribut haben, kriegen wir einen W4. Bei einer 2 einen W6, bei einer 3 einen W8 und so weiter. Das heißt, desto höher der Skill ausgebaut ist, beziehungsweise das Attribut ausgebaut ist, desto besser ist der Würfel, den wir bekommen. Das sind im Grunde die 4 Hauptarten von Talentproben. Natürlich gibt es noch so ein paar kleinere Kniffe, wie zum Beispiel, dass beim Vampire Pool System ein Patzer, also eine 1, einen Erfolg aufheben kann. Oder halt zum Beispiel explodierende Würfel, wie bei Savage Worlds. Das heißt, wenn man die höchste Augenzahl auf einen Würfel hat, darf man ihn nochmal würfeln. Aber das sind Kleinigkeiten, die man nachher noch hinzufügen kann. Oder beziehungsweise die nicht essentiell sind, damit eine Probe funktioniert. Im Grunde ist das alles, was ihr braucht, um ein rudimentäres Pen Paper zu spielen. Denkt euch einfach ein paar Grundattribute aus. Vergebt eine bestimmte Anzahl an Punkten, die man auf die jeweiligen Attribute verteilen darf. Und ihr könnt eure Charaktere stundenlang in irgendwelchen Städten rumlaufen lassen und Detektiv spielen. Ihr habt jetzt im Grunde das Skelett eures Rollenspiels schon fertig, indem ihr einfach nur eine Talentprobe habt.
mit ein paar besonderen Ideen, eigenen Kniffen und etwas Fantasie stehen euch im Grunde alle Möglichkeiten offen, das so auszubauen, wie ihr wollt. Zu solchen Sachen wie Kampfsystem, Statuswerten und so weiter werde ich noch Videos machen. Keine Angst, die kommen jetzt häufiger. Aber vor allem werde ich euch ein paar Ideen geben, wie man zum Beispiel Konzepte aus Videospielen, Büchern oder was weiß ich was so umsetzen kann, dass sie in Zahlen und Fakten oder besser gesagt Zahlen und Würfeln umsetzbar sind für ein Pen and Paper. Es ist bei einigen Sachen natürlich einfacher als bei anderen. Aber alles in allem dürfte das bei vielen Sachen nicht unbedingt allzu schwer sein. Also, ich hoffe, ihr könnt mir die lange Wartezeit vergeben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn ich dann wieder was erklären kann. Auf denn und ciao.